Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Baby ist immer noch im Bauch, jawohl, tatsächlich. Wir haben heute Samstag, den 24. Ist heute der 24. Ich glaube, ja. Carlos ist ziemlich früh aufgestanden, ich glaube um 7 oder was, und meinte, ich gehe jetzt zum Lidl. Der geht sehr gerne immer morgens einkaufen, es ist immer schön leer, so wie der immer beschreibt, und es gefällt ihm. Genau, wenn er gleich dann kommt, würde ich gerne mal ein Hold dazu drehen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, und ich habe heute irgendwie total Lust. Ich habe ihm gesagt, ja, dann drehe ich heute ein Haul. Wollte nämlich heute nicht so den ganzen Tag vloggen. Ich wollte einfach mal, ja, nur eben gleich ein bisschen was drehen, und dann wollte ich die Kamera auch zur Seite legen. Wie es mir geht, also die Nacht, die war so lala, also ein bisschen Kopfschmerzen habe ich, dadurch, dass ich gestern Abend so viel getrunken hatte. Ich weiß nicht, ich hatte gestern, tagsüber habe ich jetzt gar nicht so viel getrunken, und dann abends kam mir irgendwie so ein Durstgefühl und ich habe so viel getrunken, also über 1 Liter abends. Und ja, dann musste ich halt ständig nachts aufstehen und Pipi machen gehen. Bestimmt um die 6, 7 Mal. Und dann wurde ich auch noch zwischendurch mal wach wegen Wehen. Was ja natürlich sehr gut ist, ist ja ein gutes Zeichen. Ich bin gespannt, wie das jetzt diesen, ja, heute tagsüber wird. Ich hoffe, dass immer wieder mal Wehen kommen, weil gestern, das war ja irgendwie so, da war einfach nichts los. Und jetzt tut sich ja wieder ein bisschen was. Aber Leute, wer weiß, wann es losgeht, ne? Genau. Ja, sonst geht es mir aber ganz gut. Also ich werde jetzt gleich wieder viel trinken. Ich habe echt Kopfschmerzen. Das war immer so dieses, du wirst wach gemacht und dann willst du wieder einschlafen und du kannst nicht. Und bin dann jemand, der sich ja viel im Bett bewegt. Aber das geht ja zurzeit dann ja auch nicht. Ich kann ja nur links liegen. Und keine Ahnung. Dann hatte ich gestern mit Carlos eine Serie geschaut. Und weil ich ja nur links liegen kann, habe ich zu ihm gesagt, komm, wir tauschen mal wieder die Plätze. Und dann habe ich auf seine Matratze geschlafen. Die war ja ein bisschen härter. Wobei ich jetzt nicht so den Unterschied gemerkt habe. Aber es war doch ein bisschen anders beim Aufstehen. Naja, auf jeden Fall, ich will damit sagen, ich will wieder auf meine Seite. Diese Nacht werde ich wieder auf meine Seite schlafen. Genau. So, wir stehen jetzt auf. Die Kinder, die sind nämlich auch wach. Die wollten unbedingt Fernsehen gucken und ich halte nichts davon. Also morgens Fernsehen gucken, das geht irgendwie gar nicht. Also ne, morgens wird erstmal Zähne geputzt, gefrühstückt und dann schauen wir, was der Tag bringt. Aber so am frühen Morgen direkt am Fernsehen ist eigentlich gar nicht. Also ich halte davon nichts, keine Ahnung. Naja, die sitzen da auf jeden Fall. Ich habe noch nicht mal alle Rohläden hochgefahren, das mache ich jetzt. Und dann gucken wir, wann der Carlos kommt und was der so einkauft. Der ist beim Lidl, der ist ja mega begeistert von Lidl, der geht mega gerne bei Lidl einkaufen. So, dann fahren wir hier auch noch alles hoch. Alles gut? Ja? Frühstücken wir? Die Melina schaut mich an. Guck mal, die Sonne scheint. Aber so warm wird es gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube 14 Grad. So wie gestern ungefähr. Ich fand es aber gestern trotzdem schön. Also ich saß im Garten bei 14 Grad. Und es war richtig angenehm. Also in der Sonne. Okay, hier bei Giano ist noch alles dunkel. Ja, ich laufe hier mit Bademantel rum. Ich trage die morgens immer sehr gerne. Vor allem am Wochenende, ne? Wenn man nicht raus muss morgens. Also gar nicht so fürs nach dem Baden, sondern eher so morgens, wenn es halt noch ein bisschen frisch ist. Und ich habe jetzt nur halt einen Top drunter. Man hat ja sowieso kaum was, was einem noch passt. Und deswegen total praktisch. Ja, mein Fitbit habe ich ja wieder an. Ich werde mich dann heute natürlich auch wieder viel bewegen.
Jo. Ich glaube, ich mache jetzt uns erstmal eine heiße Schokolade. Die ist leer, dann holen wir eine neue Packung in unserem Minishop. So, hier wird es ein bisschen dunkel. Aber wir haben genug da. Zum Action können wir ja momentan sowieso nicht, ne? Deswegen bin ich froh, dass wir echt noch einige da haben. Aber ich muss sagen, ich bin damit sehr sparsam. Also trinke nicht mehr zwei am Tag oder so. Genau, das habe ich gebraucht. Das riecht also immer so schön nach Frische, nach Weichspüler und sowas eben. Carlos trinkt bestimmt auch einen. Und die Kinder, die trinken ein Nesquik-Kakao. Trinken die immer sehr, sehr gerne. Genau. So. Dann mache ich das eben. Tisch kann ich, glaube ich, auch schon mal decken. Und ich melde mich dann einfach gleich mit den Einkäufen. Carlos ist gerade die Tür reingekommen. Und hat viel eingekauft, wie ich sehe. Wolwig war im Angebot. Ja. Und da bringst du nur zwei mit. Du hast das schon genug. Habe ich? Hast du nicht genug? Nee. Nee, also du hättest wirklich mehr mitbringen können. So fünf. Ja. Fünf oder sechs. Ich kann nichts sehen. Du kannst nichts sehen wegen mir. Warte. Mama stellt mir eben die Kamera ab. So, ich gehe ein bisschen zurück. Kannst du jetzt sehen? Ja? Okay. So, dann zeige ich euch die Einkäufe. Ich werde jetzt aber keine, Preise nennen, weil ich war schon ewig nicht mehr einkaufen bei Lidl und ich kenne die Preise auch nicht auswendig. War irgendwas Besonderes? Ja, das hier gab es umsonst. Ach so, ein Wasser ist da irgendwo. Was gab es umsonst? Wasser. Wasser? Aber das ist ganz unten. Okay, dann sehe ich das ja. Bin nämlich die Einzige hier im Haus, die Wasser mit Kohlensäure trinkt, aber eigentlich auch nicht. Also es ist jetzt so für zwischendurch mal, aber man trinkt ja nur Wasser und dann ein bisschen was mit Sprudel ist ja dann ja auch nicht schlecht. Gab es irgendwas? Nix? Doch, ich sag dir, aber ich spreche gerade nicht, muss gucken. Okay. Achso, die gab es 40%. 40% durch die App. Ja. Carlos hat ja die App für die, die es noch nicht wissen, die Lidl Plus App. Und ja, kriegt dadurch die App ein paar Sachen immer wieder mal kostenlos. Also es gab schon Wochenende, wo er richtig vieles kostenlos mitgebracht hat. Dann wie jetzt auf diese Joghurts hat er 40% bekommen. Und da kannst du auch so viele kaufen, wie viel du willst. Das gilt immer für mehrere Produkte und eben nicht nur für ein Produkt. Und wenn er in einem Monat... Wie viel Geld musst du ausgeben, damit du, wie war das, 4 Euro kriegst du dann Gutschein? 80 oder 100 oder was? Nee. Achso, den maximalen. Ja, 400, natürlich. 400 Euro im Monat oder ausgeben sogar. Oder so. Und dann kriegt der halt auf den nächsten Einkauf 4 Euro oder was. Ne? Und wenn man nicht, sowieso da immer gerne einkaufen geht, dann lohnt sich das natürlich. Ach, und also 10% und sowas gibt es auch noch. Ja, ist ja auch cool. Ne? Genau, wir gehen einmal durch. Für nächste Mal. Das nächste Mal, was ist Joghurt das? Entweder ein Joghurt oder Prinzenrolle. Aber ist das die originale Prinzenrolle? Nee. Und dann steht halt immer dabei, wie viel Einkaufswert es haben muss. Also in dem Fall jetzt nur 1 Euro. Ja. Ach, das ist Frischkäse. Ach so. Frischkäse ist das. Okay. Na, wir gehen erstmal durch hier die Sachen, die ich jetzt hier oben habe. Also Kinder sind schon am Frühstücken. Carlos und ich, wir haben noch nicht gefrühstückt. Ich habe heiße Schokolade für uns gemacht. Der hat jetzt hier Croissants und ein Brötchen gekauft für die Kinder. Solche leckeren kleinen Zimt-Donuts, die finde ich auch richtig gut. Die hätte ich auch gerne gehabt, aber Carlos hat nicht an mich gedacht. Ja. Milchbrötchen, nee, Quatsch, Schokobrötchen und Milchbrötchen. Da hat die Melina nämlich eben schon nachgefragt. Wir haben nämlich keine mehr. Ja, lass das da, Melina. Dann lass liegen, Schatz. Trauben hat er gekauft. Tomaten, kleine Tomaten. Und Burger. Machen wir diesmal aber selber, oder? Was wir als Kochbutter machen. Die schmecken natürlich viel, viel besser als heute mit sie machen. Wahrscheinlich. Okay, vielleicht schmeiße ich nachher doch die Kamera nochmal an. Schmeckt richtig die gut. Die waren auch reduziert, deshalb. Ja.
griechischer Joghurt mit Honig. Ich wollte, dass du mir eigentlich Naturjoghurt noch mitbringst. Ach so. Hat ja total guck mal, das war für dich der hier. Das ich ist verschiedene ach, cool. Ich hatte ihm gesagt, ich hätte gerne Feigen. Jetzt hat er mir ja Feigenjoghurt gekauft. Okay, die tun wir dahin. Das kommt ja in den Kühlschrank. Genau, und noch andere Sorte. Komm, lass stehen. Ich mach das selber, weil ihr seid mir zu langsam. Und dann bin ich ja den ganzen Tag hier. Also, Erdbeerejoghurt 50%. Da hat er jetzt für 24 Cent bezahlt. Ja, was haben wir denn hier? Achso, das ist zum Aufstrich. Ja. Chili, Sweet Chili. Könnte man auch als Dip nehmen für Chips. 2 in 1. Also kennen wir noch gar nicht. Was hat das gekostet? Ist das neu? 99 Cent. Das 99 Cent reduziert. Dann Fleischwurst, die esse ich und die Kinder auch sehr, sehr gerne. Die waren im Angebot. Ja, die kaufen wir immer nur, wenn sie im Angebot sind. 29 Cent. Normalpreis liegt ja bei 59 oder so, ne? Ja. Dann Püree. Chips, diese lieben die Kinder. Und ganz ehrlich, die sind wirklich sehr, sehr lecker. Die schmecken nach Chips, nach Ketchup. Dann haben wir hier, was ist das, eine Calzone? Ja. Okay, beim Angebot. Bei Carlos war heute alles im Angebot. Ich glaube, ich packe erstmal hier die ganzen Joghurts aus, denn wir hatten keine mehr. Und wie ich sehe, hat er richtig reingehauen. Pizzataschen. Das ist jetzt aus dem Tiefkühl. Aber Leute, ich muss euch sagen, die schmeckt richtig gut. Also das ist jetzt Bolognese. Die kannst du, da sind 3 Stück drin, das sind solche Taschen eben. Die kannst du im Backofen machen. Oder eben auch in der Mikrowelle, aber in dem Backofen sind die schon sehr, sehr, also viel besser, weil die dann einfach knuspriger sind. Und ja, wirklich nur zu empfehlen. Was hast du für den Einkauf ausgegeben? Fast 80 Euro. 78. 80 Euro, okay. 78. Also durch die Reduzierung, ich weiß gar nicht, wie viel, gucken wir mal gleich. Okay, und dann hat halt immer nach dem Einkauf so ein Rubbel los, ne? Oder hast du das schon gemacht? War das eben das? Nein, das nicht. Okay, Salami, das ist diese Salami, die wir immer kaufen. Melina ist zurück nach Salami. Hähnchen, Brust. Zucchini. Wie sieht aus, total verknickt. So, Rohschinken für Carlos. Ja, für die Pizza wollte ich das machen. Für die Pizza? Ach, dann machen wir eigentlich Mama, Pizza. Oh, komm, wir drehen das mal. Die sieht aber hübsch aus, die Packung. Bio-Halbbeeren. Was hat es gekostet? 1,99. Okay. Kinder lieben es. Popcorn, oh mein Gott. Melina freut sich über Popcorn. Süß. Ja. Popcorn. Janum liebt auch Popcorn, wie du, ne? Das dann Milchschnitte. Nicht. Was magst du nicht? Das magst du nicht? Das hat der Papa für die Mama gekauft. Ich hatte gestern so einen Mordsappetit auf Chips. Und der Mann hat mir einfach keine Chips gekauft. Hast du die schon jetzt? Ja, jetzt haben wir Chips da für heute Abend. Ah, die mag ich auch sehr gerne. Aber warum kaufst du denn immer die weißen? Ich mag die dunklen viel besser lieber. Okay, Mama, Happy Hippo gibt es ja auch, also dieses hellere, es gibt ja auch dunklere und das dunklere gefällt mir viel, viel besser. Oh mein Gott, die sind auch lecker, ne? Schokobons, allerdings eine andere Marke, Mama, ja, von Lidl-Marke eben. Ja. Schmeckt sehr Mama, gut. Guck mal. Pinguin esse ich die lieber wie Milchschnitte, Carlos hat jetzt beides gekauft. Mama, Joghurt. Joghurt, Melina packt die andere Tüte aus. Monte. Ganz beliebt hier zu Hause. Äpfel. Ja, einmal grüne Äpfel. Das ist mein Lieblingseis. Hast du an mich gedacht? Ich dachte, die gibt es nicht bei Lidl. Ach, sind das genau die? Konfetteis. Schmeckt nach Vanille. Langsam, Melina. Das ist richtig lecker. Ja. Dann haben wir hier... Weiß ich nicht. Bonbons. Haribo. Die kennen wir noch gar nicht, ne? Die sollen aber sauer sein. Mal gucken. Oh, Eis. Ja, die Kinder, die lieben dieses Eis. Es ist überhaupt nicht meins. Ich
Wir haben sogar noch eins. Ja, da 40%. Oh, okay. Sind das denn kleinere? Ich will hier acht Stück. Weil das, was wir da haben, das sind so richtige Jumbo-Dinger. Das kriegt die Melina gar nicht gegessen. Eins ist noch übrig geblieben. Fleischwurst. Ja. Das ist das. Das gleich. Komm, wir machen erstmal hier zu Ende, ja? Hier ist jetzt noch. Noch ein Joghurt, noch Fleischwurst und Fleisch. Wir machen mit Fleisch weiter. Wir haben einmal hier Hackfleisch gemischt. Wahrscheinlich für die Burger heute, ne? Nuggets. Ja, Lina liebt Nuggets, ne? Dann haben wir hier Mini-Steak, Hähnchen, wie immer. Pizza zum selber machen. Das, da haben die Kinder auch immer ganz viel Spaß. Der Gianni vor allem, der macht das auch mal gerne. Was hast du hier drin? Ich bin noch gar nicht fertig. Das sind Kekse. Kekse, Hähnchen geschnitzeltes. Candy, ja. Oh, was ist das? Grilltaschen. Das sieht aber nicht aus. Ja, Carlos eben, ne? Der testet immer wieder mal so komische Sachen. Kennst du? Hatte ich das schon? Candies, ja, Smarties, so kleine Mini zum Mitnehmen. Ich kenne die nur vom Action. Was hast du dafür bezahlt? Was denn? Hast du 1,11 € oder so? Ah, okay. Ja, kostet bei Action. Auch ungefähr so. Aber hier scheint irgendwie mehr drin zu sein. Die sind praktisch, weil die sind halt so in so kleinen Kisten. Und ja, total gut für die Kinder auch unterwegs und so, ne? Da wissen die Kinder, okay, die essen das, was drin ist und dann ist Stopp, ne? Weil ihr wisst ja, ne? Die Kinder so sind, die wollen was Süßes und die kriegen nicht genug. Käse. Sandwich, Käse. Habe ich die Brunnen schon gezeigt? Weiß ich gar nicht. Dann, oh, was ist das denn für ein Joghurt-Paket? 400 Gramm gesalzt. Chili con carne, Maggi-Tütchen. Achso, das wollte ich dich fragen, ob du mir Orangensaft bringst. Das war's, Naturjoghurt und Orangensaft, damit mein Darm mal ein bisschen in Schwung kommt. Trinken wir jetzt, ne, zum Frühstück. Hast du eben mitbekommen, ich habe heiße Schokolade gemacht. Gleich ist die kalt, weil er trinkt sie ja gerne so richtig heiß. Die ist schon gebrochen. Ein Baguette, Knoblauch. Ich finde die richtig gut. Pommes ist das. Pommes ist das. Melina hat heute Spaß dran. Pommes, Fritten. Guck mal, das sind Garnelen für die Pizza, Partygarnelen. Dann haben wir hier Garnelenspieß. Wir müssen doch mal wieder grillen, ist doch wieder Zeit, oder? Ah, oh, die trinke ich gerne. Coca-Cola-Vanille-Geschmack, das ist. Die mag ich sehr. Ach, dieses Wasser gab es kostenlos? Ja. Yeah. Gab es kostenlos. Kohlensäure. Ohne Mops, der nicht so gern. Aber, ja, genau. Aber Wasser gibt es ja oft, ne? Kostenlos. Ja, und dann immer von deren Marke. Also war jetzt bestimmt schon die vierte Flasche. Und solche Säfte hatten wir auch schon mal kostenlos. Das ist das. Das ist die Rechnung. Das ist aber Aldi. Wollte gerade sagen, hat er nicht Lidl neues Papier. Komm, wir bringen mal das hier weg. Und war es das oder ist da noch was in der Tüte? Achso, und Wolwig war jetzt im Angebot. Das willst du mitnehmen? Aber das ist für den Kühlschrank. Also wir räumen eben noch die Sachen hier weg. Also Wolwig hat ja jetzt zwei Kisten, beziehungsweise nicht Kiste, also diese Losen in Plastik eingepackt eben, zwei gekauft. Die waren im Angebot, die kaufen wir eigentlich auch nur, wenn die im Angebot sind, weil das einfach wirklich dann extrem lohnt. Und ja, ich glaube, das war jetzt zu wenig. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel ich da habe. Schau mal. Ja, geht. Hätte ruhig noch zwei Packungen mitbringen können, aber ist okay. Die kommen halt auch immer wieder im Angebot. Einmal im Monat findet man die doch immer, ne? Ja, manchmal würde ich sagen. Ganz lange nicht, ne? Ja. Irgendwie sind die immer sehr nah beieinander, weißt du? Ja, stimmt. Alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig, ne? Ja, das stimmt. Stimmt auch wieder. Noch schnell. Carlos wollte eben noch genug Belust zeigen. Mal gucken. Reis. Reis.
Basmati-Reis essen 20%, gerne. Ne? Mhm. Ja, also manchmal gibt es nur Prozente, aber es gab auch schon mal Sachen gratis, oder? Ja. Und was ich bei den Sachen gut finde, also diese Gratis-Sachen, da sind halt immer zwei Produkte. Du hast dann wirklich die Wahl, du kannst ja entweder das oder das und eins sagt dann immer ein bisschen eher zu, ne, sag ich mal. Ja, und das ist halt kostenlos und man kann dadurch halt auch diese Produkte, die man vielleicht noch nicht kennt, eben auch mal testen, ne? Genau. So, heiße Schokolade, du hast deine ja nicht getrunken. Nee, ich nicht. Oh, ich habe mich versaut. Ich habe jetzt hier Schokolade auf meinem weißen Top, den ich frisch angezogen habe. Du willst helfen, das kommt in den Kühlschrank, Schatz. Bei Papi. Ja, also ich werde das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich wollte ja eigentlich heute dann nicht mehr drehen. Jetzt habe ich mir aber doch überlegt, heute vielleicht doch noch ein bisschen zu vloggen, aber dann später, weil Carlos möchte Burger selber machen. Und es scheint jetzt ein schöner Tag zu werden und ich habe heute doch noch einiges vor, wollte ein paar Sachen bestellen und so weiter. Deswegen könnte es sein, dass ich nachher nochmal die Kamera anschmeiße. Ja. Heute ist Samstag, ich werde das Video wahrscheinlich morgen hochladen, wenn nicht vielleicht sogar heute. Ich muss gucken, ob ich das nachher noch schaffe. Auf jeden Fall wünsche ich euch hier ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!